Hallo. Anlässlich meines Geburtstags, den ich letzten Donnerstag gefeiert habe, machen wir heute zusammen einen Geburtstagskuchen aus Fimo. Beginnen mit den zwei Grundfarben, einmal mit Weiß und ich habe einmal Champagner mit Vanille gemischt, weil das für mich noch teigähnlicher ist. Ihr könnt euer Fimo natürlich mit allem ausrollen, was ihr möchtet. Wir benutzen heute zusammen meine coole Nudelmaschine von Fimo. Und ich stelle sie das allererste Mal für den Teig auf Stufe 1, das ungefähr 3 mm sind. Damit die Maschine das gut und sauber ausrollt, sollte das Fimo auf jeden Fall weich sein. Denn wenn es zu hart ist, wird es rissig und fällt auseinander. Damit die Farben immer sauber bleiben, reinige ich die Maschine zwischendrin immer mit einem Feuchttuch. Für die weiße Füllung stelle ich die Maschine jetzt auf 3, das ist ca. 2,5. Und ja, wir rollen das dann auch nochmal aus. Mit der Maschine kann man übrigens auch sehr, sehr gut Farben miteinander mischen. Nun benötigen wir was Rundes zum Ausstechen. Ich habe hier Keksausstecher aus dem Backwarenladen mir mal gekauft. Ihr könnt aber auch alternativ so eine Perlendose nehmen oder ein Glas oder irgendetwas Rundes, was auch geht. Ich nehme den kleinsten Ring, den ich habe, und steche mir 3-mal Teig und 2-mal Füllung aus. Und sollte da jetzt noch ein bisschen Schmutz sein oder das Fimo ein bisschen rissig, das macht nichts, das sieht man nachher gar nicht mehr. Die werden jetzt abwechselnd aufeinander geschichtet und dann haben wir unseren fertigen Kuchen. Ich rolle den noch ein bisschen auf dem Tisch und forme ihn in den Händen, damit alle Platten sich miteinander verbinden und es ein sehr sauberes Ergebnis an Kuchen gibt. Nun stelle ich mir meine Nudelmaschine wieder auf Stufe 6 und das ist schon recht, recht dünn. Ja, und rolle mir damit weiteres weißes Fimo aus. Das wird unsere Decke von dem Kuchen. Die wird nun vorsichtig aufgelegt und festgestrichen, damit sich auch keine Luft drunter bildet. Und mit dem größeren Kreis, ja, steche ich mir jetzt das nochmal aus, damit ich nicht so viel Überschuss habe. Ihr könnt es aber auch mit dem Messer abschneiden. Und ja, hebe mit dem Messer nochmal drunter, damit ich es auch sauber abgelöst bekomme vom Untergrund. Und streiche jetzt die Seiten fest wie bei einem richtigen Kuchen. Und am Ende schneide ich mit dem Messer nochmal die überschüssigen Ränder weg und verknete das so lange, bis es ein sauberes Ergebnis hat und ich mit dem Ganzen zufrieden bin. Je besser und schärfer euer Messer ist, umso sauberer bekommt ihr die Schnittkanten hin und so weniger zermatschen euch die Schichten. Nun braucht unser Kuchen noch ein bisschen Struktur und ich benutze hier das Nadeltool von Scalpi. Ihr könnt aber auch eine Stecknadel benutzen, einen Zahnstocher oder irgendwas ähnliches, was sehr spitz ist und womit ihr diese ja, strukturartige Maserung hinbekommt. Damit mein Kuchen noch ein bisschen mehr Pep bekommt und ein bisschen mehr nach Geburtstagskuchen aussieht, nehme ich jetzt die Pastellfarben und arbeite so kleine Stückchen mit in den Teig ein, damit es einfach aussieht, als hätte man Sprinkles mit eingebacken. Als kleinen Tipp für euch, ich nehme hier sehr gerne so ein kleines Honigglas mit dem Metalldeckel. Darauf positioniere ich dann meine Figur oder meinen Kuchen, um ihn nicht nochmal anfassen zu müssen und kann darauf in Ruhe arbeiten, ohne dass mir irgendwas dabei kaputt geht. Kommt meine Lieblingsarbeit, das Dekorieren. Dafür nehme ich hier meine selbstgemachte Sahne und streiche die mir auf den Kuchen drauf. Da könnt ihr selber entscheiden, wie ihr das dekorieren möchtet. Und ja, lasse meine Kreativität jetzt freien Lauf, indem ich ja mir meine selbstgemachten Sprinkles nehme und meine kleinen Konfetti-Steinchen und die
dekoriere ich auf mein Kuchenstück und auf meinen Kuchen drauf. Wie man diese ganzen Sprinkles und Konfettis macht, kann ich euch gerne gegebenenfalls in einem weiteren Video mal zeigen. Und damit da noch bunter wird, mache ich jetzt noch ein bisschen Konfetti drauf. Das habe ich übrigens mit Fimo Liquid angeklebt, weil die kleinen Konfetti-Dinger schon vorgebacken sind, damit sie auch besser kleben. Das ganze Dekorieren macht mir am meisten Spaß. Ich kann dabei so richtig entspannen und abschalten und meine Hörspiele und Hörbücher hören. Vor dem Backen pieke ich jetzt noch die kleinen Nietstifte hinein für die kleine Wimpelkette und dann geht es auch schon in den Ofen. Und während mein Fimo im Ofen jetzt vor sich hin backt, bastel ich jetzt die kleine Wimpelkette und dann nehme ich Origami-Papier, falte es einmal in der Mitte und schneide mir so kleine Dreiecke raus für die kleinen Wimpelchen. Anschließend braucht ihr nur so ein bisschen Faden. Ich habe hier einen genommen von Stampin' Up, den ich noch hatte. Ihr könnt aber auch Negan nehmen und dann klebe ich die kleinen Wimpelchen auf, alle nebeneinander und ja, dann wird es nur noch auf den Kuchen festgeklebt. Ganz besonderen Glanz lackiere ich jetzt den Kuchen noch ein bisschen von oben und von außen. Und anschließend klebe ich die Wimpelkette dann mit Sekundenkleber in die kleinen Löcher fest. Ich habe vorher die Nietstifte noch einmal um die Hälfte gekürzt, damit sie nicht allzu lang sind. Als letztes habe ich mir hier noch so einen Untersetzer ausgestanzt und die kleinen Kuchenstücke auf Keramikteller aufgeklebt. Ja, die bekommt ihr im Internet bei eBay. Schaut da einfach mal nach Puppengeschirr. Das ist dann nun unser fertiger Geburtstagskuchen. Happy Birthday! Ich hoffe, das Video hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir, diesen kleinen süßen Kuchen zu zaubern. Solltet ihr noch Fragen zum Thema Fimo haben oder Tipps, Tricks oder Anregungen für mich, dann stellt sie mir gerne unten in die Kommentare. Ja, und dann könnt ihr jetzt hier in mein letztes Fimo-Video mit reinklicken oder in das Basic-Video, wie man Fimo einigermaßen sauber bekommt. Und auf dem kleinen Icon von mir könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren und somit verpasst ihr kein einziges Video mehr. Ich würde mich freuen, wenn wir im nächsten Video voneinander hören und bis dahin sage ich euch Tschüss!